Auf den Münchner Straßen herrscht Stress pur. Konfliktpotenzial lauert an jeder Kreuzung. Gegen Auto- oder Radfahrer ziehen die Fußgänger oft den Kürzeren. Wenn es nach der Rathaus-CSU geht, soll sich das aber künftig ändern. Sie haben ein ganzes Antragspaket geschnürt. Das Ziel? Fußgänger sollen besser geschützt werden, vor allem vor den Radlern. Wir haben den Eindruck, dass tatsächlich die Bereitschaft, sage ich mal, sich fehlzuverhalten bei Fahrradfahrern schon auch teilweise sehr hoch ist, einfach weil weniger Kontrolle ist. Man ist viel flexibler, man ist ein kleineres Fahrzeug, man ist auch nicht so auf die Straßen festgelegt. Als Auto kann man ja schlecht irgendwie einfach auf dem Gehweg mit hoher Geschwindigkeit rumfahren. Konkret fordert die CSU eine bessere Kennzeichnung, wenn sich Fuß- und Radwege kreuzen, und eine bessere Kontrolle von Gehwegen. Die Münchnerinnen und Münchner sehen ebenfalls Handlungsbedarf. Grund ist es praktisch, die Fahrradfahrer bestraft Gehwege benutzen. Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt und weggeht, das eigene Ego durchzupressen, braucht man weder Strafen noch mehr Schilder, noch mehr Polizei, noch sonst irgendwas. Entweder man nimmt Rücksicht aufeinander, dann kann das auch ein Radfahrer auf dem Gehweg sein, der Rücksicht nimmt, weil er schön langsam vorsichtig fährt. Und es kann schlimmer auf der Straße sein. Also es gibt ja auch schlimme Fußgänger, so ist es ja nicht. Die Rathaus-SPD freut sich über den Vorstoß der CSU. Für sie ist die Kampagne aber zu kurz gedacht. Wenn wir eine Kampagne machen, dann müssen alle Verkehrsteilnehmer ran, weil ich kann, wenn ich zu Fuß bin, mir dann einen E-Scooter ausleihen, den kann ich blöd hinstellen. Ich kann, wenn ich als Erster in die U-Bahn gehe, kann ich die anderen blockieren. Der AFC sieht die Probleme im Verkehr, würde aber woanders ansetzen. Wenn wir die Fußgänger schützen wollen, vor allem an den Autoverkehr ran müssen, denn dort ist die große Gefahr, das sind die großen Unfallzahlen, das sind die schweren Unfälle. Und insofern ist das Ganze ein bisschen skurril, weil die ganzen Maßnahmen, die wirklich was helfen würden, da ist die CSU immer dagegen. Mehr Rücksicht der Autofahrer lehnt die CSU bestimmt auch nicht ab und die Fußgänger erst recht nicht.